einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben es gerade früh am Morgen. Valentin, was magst du da? Nein. Und zwar, wir haben es jetzt gerade mal 6:30 vorbei. Wir sind aber schon seit, naja, ich sag's mal so, unsere Nacht war eigentlich um 1 Uhr schon vorbei. Ja, fragt nicht, heute war es echt ganz schön anstrengend heute noch. Der kleine Mann Theodor hat nämlich total die Nase dicht und um 1 Uhr, ich war nämlich hinten mit den Kindern im Bett, hab geschlafen und mein Mann vorne, weil er ja ein bisschen Ruhe brauchte, aber um 1 Uhr dann war komplett die Nase zu vom Theodor und dann habe ich mir gedacht, ich gehe vor mit ihm und dass dann der Papa mit dem Valentin hinten ruhiger schlafen kann. Ja, anscheinend war es nicht der Fall. Valentin hat auch nur ja, rumgeranscht und ja, für mich war um 1 dann die Nacht vorbei. Er hat wirklich ist ständig aufgewacht, hat keine Luft mehr bekommen, hat mir so leid getan. Ich habe dann auch schon so ein Säuglingsnasenspray rein, aber irgendwie hat er so einen zähen, festen Schleim und ja, ist irgendwie gar nichts abgegangen. Um 5:30 bin ich aufgestanden und habe ihn jetzt nochmal hinter ins Bett. Jetzt schläft er. Ich hoffe, dass er jetzt wirklich bis um 8, 9 schlafen kann, dass er wenigstens ein bisschen ausgeruht ist. Aber ja, heute Nacht war es echt Katastrophe, sage ich euch. Und ja, Valentin hat schon gefrühstückt. Ich werde heute früh mal nichts frühstücken, erst wieder um 12 Uhr, weil ich am Wochenende noch ganz schön viel geschlemmt habe. Wir waren gestern nämlich frühstücken mit guten Freunden. Und ja, Valentin hat hier morgen heute schon sein Porridge gegessen. Das macht aktuell der Papa am Abend zuvor. Da sind jetzt drinnen oder war drin Haferflocken, Buchweizenflocken, Leinsamen, Himbeeren. Ja, also richtig, richtig gute Sachen. Und jetzt möchte Valentin noch einen Joghurt. Habe ich hier einfach so eine Tasse. Valentin, du musst da mal deinen Latz holen. Hol mal deinen Latz. Na, zu Mami. Hol mal deinen Latz. Na, hier, schau mal, hier hast du doch noch eine. Schau mal, da liegt eine am Boden von heute Morgen. Mhm. So. Hast du noch einen kleinen Löffel von der Mama? Ach, Theodor schreit, jetzt muss ich doch mal hinter. War doch nichts mit 8, 9 Uhr schlafen, ne? Schau mal hinter, Mausi. Ui, da ist er schon. Uiuiuiui. Hatschi. Eieiei. Mausbär. Hast du noch ein bisschen geschlafen? Ja. Oh, ich glaube, jetzt kuscheln wir noch ein bisschen. Ja, der kleine Theodor macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Ja. Aber dann gebe ich ihn dann später auf jeden Fall in die Trage, weil er hat heute Nacht auch nicht viel geschlafen. Oh,
Und jetzt muss ich aufpassen, weil ich überall die Fenster auf habe. So. So, jetzt muss ich hier noch überall die Türen und Fenster zumachen, weil ich habe hier mal im Kinderzimmer gelüftet. Ich habe ihn vorhin um 5 Uhr gewickelt. Ich glaube, jetzt brauche ich ihn nicht noch mal wickeln. Den Bart muss ich auch noch zumachen. Oh. Heute ist wieder sehr bewölkt. Valentin, bitte sitzen bleiben. Oder möchtest du noch was essen? Probier ihn jetzt einmal unter den Spielebogen zu legen. Mag er ja aktuell eigentlich nicht, aber... Machst du hier nichts mehr essen? Sollen wir mal den Joghurt wegräumen? Für später noch. Ja, klein Theodor habe ich jetzt mal hier unter den Spielebogen geparkt. Ja. Noch hält er. Valentin, jetzt sind wir mal gespannt, wie lange. Mein Mann ist übrigens auch schon auf Arbeit. Er fängt ja immer um 7 Uhr an und kommt dann meistens so um 4:30 nach Hause. Bis dahin bin ich ja mit den Kids alleine. Warte mal, ich muss auch den Latz weg in die dreckige Wäsche tun. So. Hilfst du meiner Mama hinten das Bett machen, Valentin? Na, komm mal mit. Komm mal mit. Weil dann werden wir mal hier schnell noch das Schlafzimmer machen. Ha? So. Ah, hilfst du mal der Mama? Dich versteckt, Valentin. Ich sehe dich. Ich sehe dich, meinen kleinen Mausebär. Ha? Na komm, geh mal vor zum Baby, Valentin. Komm, geh mal zu deinem Bruder. Aktuell, ja, schlafen wir immer noch zusammen in einem Bett. Und Theodor schläft aber hier hinten im Beistellbett. Das finde ich ganz klasse. Ich still ihn immer zum Einschlafen und dann lege ich ihn schlafend rüber und es klappt richtig gut. Eigentlich bis auf halt jetzt die Tage, weil er verschnupft ist und hier in der Mitte schläft dann Valentin. Komm Valentin, geh mir mal vor, lass das einmal stehen. Nimmst du die Fläschchen mit vor? Nimmst du die Fläschchen mit vor, Valentin? Ja? Was sollst du nochmal machen? Na komm. Der kleine Mann rührt sich auch schon. Magst du die Spirulina essen, Mausi? Warte mal, ich mach dir mal welche auf. Valentin bekommt hier meistens früh immer seine Spirulina oder Chlorella, je nachdem, was wir da haben. Und ich nehme auch nur ein paar. So. Theodor mag nicht unterm Spielebogen liegen. Ich habe hier... Ja, unsere ganzen Nahrungsergänzungsmittel, wenn ihr wollt, kann ich da auch mal näher noch drauf eingehen. Das nehmen wir eigentlich alles fast jeden Tag. Hier Magnesium ist sehr gut vom Schlafen gehen. Acerola, das habe ich jetzt mir auch in die Tasse. Jetzt muss ich doch mal zum Theodor. Ja. Der Spielebogen.
Ellenbogen, den mach ich gar nicht mehr so an. Ne? Ja, und jetzt? Und jetzt? Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert, Theodor? Hä? Ja, da lachst du. Eieieiei. Er möchte immer was sehen, Herr Theodor, momentan. Deswegen habe ich ihn jetzt in seine Schale gesetzt. Ne? Man hat schon aktuell echt was zu tun mit den Kleinen. Es ist wirklich viel los bei uns, aber so soll es ja auch sein. Und ich mache das ja auch wirklich gerne, muss ich sagen. Ich sterilisiere hier gerade noch die Schnullis. Und da haue ich immer alle rein. Also Valentin wie Theodor sein. Genau, wo war mir stehen geblieben? Also ich trinke hier morgens auch immer mein Vitamin C und aktuell ein bisschen Kollagen mit rein. Das ist gut fürs Bindegewebe, auch gerade nach der Schwangerschaft und Geburt. Und dann mache ich mir vielleicht noch einen Getreidekaffee. Aber wie gesagt, momentan oder jetzt die Woche möchte ich frühs wieder fasten, bis um 12 nichts essen. Weil ich am Wochenende so geschlemmt habe und ich möchte ein bisschen abnehmen. Vorsichtig, Valentin. Mama macht so. Vorsicht. Und ja, das halte ich eigentlich ganz gut durch. Frühs, ja, abends muss ich immer was essen. Da brauche ich immer ein bisschen Nervennahrung, wenn dann die Kids im Bett liegen. Esse ich doch dann ganz gern dann mal ein Stück Schokolade. Aber jetzt früh habe ich immer was zu tun, mache den Haushalt, muss ein bisschen an PC, muss die Kinder bespaßen, rumtragen, das volle Programm und dann ja, kommt man auch auf andere Gedanken und hat dann auch nicht mehr so viel Hunger. Für Trinken ist natürlich wichtig, ich mache mir ja immer da diese Karaffe voll, auf jeden Fall trinke ich da eine, wenn nicht sogar zwei. Aber seitdem ich die Kinder habe, muss ich mich wirklich daran erinnern, dass ich was trinke. Also vor den Kindern war das irgendwie kein Problem. Und aber ja, es klappt schon ganz gut, muss ich sagen. Der Hundi. Ah, ist da der Hundi? Schau mal, Valentina, da gibt es ganz viele Brezen hier. Und da ist eine Frau mit dem Einkaufswagen. Und schau mal, da wird hier der Mann, der verliert die Orange. Ne? Und da ist das Kinderzimmer. Wo ist denn da der Ball? Wo ist denn der Ball? Zeigst du mal mir den Ball, Valentina? Wo ist denn der Ball? Da ist der Ball, genau. Und das Telefon? Da ist das Telefon, super. Hm? Da ist das Buch. Und da ist der Hampelmann. Da ist der Mond. Da ist auch noch der Mond, ne? Und wer ist da? Mein Bruder. Kleine Maus und ich haben jetzt ein bisschen Bilderbücher angeschaut. Und Theodor hat jetzt vorhin eine halbe Stunde bei mir auf dem Arm geschlafen. Valentin hat in der Zwischenzeit ein bisschen gespielt. Wir haben es auch jetzt gleich 9:30 und dann um 9:30 kommt Opa und geht mit Valentin ein bisschen spazieren. Dann kann er auch da schlafen. Und ich werde dann vielleicht mich in der Zwischenzeit auch mit Theodor ein bisschen hinlegen, weil, wie gesagt, er ist ja auch müde. In die Trage, ja, werde ich ihn vielleicht später geben. Aber ich versuche mich dann auch ein bisschen hinzulegen, weil ja, ich bin auch noch recht K.O., muss ich sagen. Und naja. Theodor ist ja eigentlich momentan auch im Wachstumsschub. Aber ich muss sagen, wenn jetzt die verrotzte Nase nicht wäre, dann würde ich das eigentlich gar nicht merken. Also er müsste eigentlich jetzt schon drinnen sein, ja, in dem nächsten Wachstumsschub. Ich wundere mich irgendwie. Aber er ist momentan eigentlich schon pflegeleicht. Vielleicht kommt es ja noch. Ha. Ja. Ha.
Valentin ist jetzt mit Opa spazieren. Na, kleine Maus, und wir machen es jetzt ein bisschen schön. Er möchte jetzt gar nicht schlafen. Ja. Theodor wird jetzt dann auch schon fast 5 Monate alt, nächsten Monat. Und dann können wir auch schon fast mit Beikost beginnen. Ich bin schon gespannt. Er sieht schon immer total interessiert am Essenstisch, was wir da alles so machen mit dem Mund. Ich glaube echt, ja, dass wir bald starten können. Ha! Hier, hier, hier. Zähne hat er aber übrigens noch keine. Aber die kommen ja auf jeden Fall. Zahneinschuss hat er schon, also die werden schon hier angelegt, weil er immer das Fäustchen in den Mund nimmt und viel sappert und macht hier. Ich gehe jetzt mit Theodor ein bisschen spazieren, weil die Sonne jetzt so schön scheint. Valentin ist ja noch spazieren mit Opa und ich fange ihn somit ab. Ich hoffe, dass er schläft, weil dann gehe ich dann weiter und dann kann er da noch weiter schlafen, Valentin. Hier ist Theodor mit seiner Bommelmütze. Ja. Und dann kann auch Theodor schlafen, weil er ist, wie gesagt, auch total müde. Und in der Trage schläft er mir einfach am besten. Ich könnte natürlich auch schlafen, so ist es nicht. Aber Kinder gehen natürlich vor und ja, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ich bin das schon irgendwie gewohnt jetzt mittlerweile mit 2 kleinen Kindern. Wie ist es denn bei euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wie schaut es bei euch so aus mit dem Schlaf? Bekommt ihr genügend Schlaf mit den Kleinen oder ist es so wie bei uns? So, wir waren jetzt ein bisschen spazieren bei dem echt klasse Wetter. Also da macht es wirklich Spaß, draußen zu sein. Und was war das? Und ich mache jetzt hier gerade unser Mittagessen, weil wir heute Abend essen, gibt es jetzt nur Brot. Ich habe hier ein bisschen Gurke aufgeschnitten und Kohlrabi. Ein bisschen Avocado und dann gebe ich einfach hier, wir haben jetzt diesen Käse vom Aldi, hat mein Mann gekauft. Und dann gibt es einfach für uns heute Mittag Brotzeit. Valentin nascht hier die ganze Zeit schon, kleine Schlawiner. Er isst ja sehr gerne Salat, Gurke und Kohlrabi und Avocado, ja, die liebt er auch. Genau, das essen wir jetzt und ruhen uns ein bisschen aus, weil wir waren bestimmt eine Stunde jetzt draußen. Und dann melde ich mich danach nochmal bei euch. Hm. Willst du da ein Haus bauen, Valentin? Hm. Ich. Schau mal, die Mama hilft dir mal. Muss ich mal gucken hier. Hm. Ein Zaun, Valentin. Hm. Mein kleiner Bär. Ja, quietscht er, mein kleiner Bär. Ja, du bist eine kleine Maus. Kribbeli, kribbeli, ja. Kribbeli, kribbeli, eine kleine Maus. Richtig gut gelaunt. Valentin aber auch, beide Mäuse. Valentin hat jetzt beim Spazieren 2 Stunden im Kinderwagen geschlafen und Theodor 1 Stunde. Eine Stunde beim Opa und 1 Stunde nochmal, wo wir rausgegangen sind.
Weil ich war nämlich mit einer Freundin spazieren und die hat auch ein kleines Baby, so alt wie Theodor. Und dann passt das immer richtig gut. Na, mein Schatz. Und bei dem klasse Wetter ist das wirklich toll, ne, Valentin? Klein Theodor hat jetzt Hunger, hört man vielleicht. Da knurrt der kleine Mann da. Ja. Naja, ich werde jetzt den kleinen Mann stillen hier. Wir haben jetzt ein bisschen gespielt, schon Mittag gegessen. Ja. Und ja, dann würde ich. Du bist der eine Maus. Und dann würde ich mich verabschieden für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.